Auf die Band, die jetzt gerade ankommt, werden sich einige ganz besonders freuen. Andere wiederum werden sagen, naja, denn sie gelten so als Dunkelmänner, als Depressiv-Rockband aus England. Ihr Chef ist Robert Smith von The Cure. Ich habe ihn gefragt, warum kommt er so spät? Und er sagt, naja, wir haben halt das Flugzeug verpasst. Wie gefällt es dir, frage ich ihn, auf diesem Rock'n'Roll Open Air Festival? Und er sagt, ich mag die eigentlich ganz gern, diese Festivals, nur wenn es regnet, und das tut es ja oft, ist nicht mehr so gut, aber er hofft, dass heute alles klar geht. Und ich frage ihn, warum er immer dargestellt wird als Mensch, der nie lacht, der völlig ernst ist und immer alle Launen kaputt macht. Und er sagt, das stimmt gar nicht. Wenn am Tag was schief geht, dann wäre das wohl so, aber ansonsten wäre er gar nicht so, dass er dauernd nur mit ernstem Gesicht rumlief. Und er wird sich jetzt freuen aufs Konzert und hofft, dass es eine große Sache wird und dass er ein gutes Konzert abliefern wird. Very, yeah, but you aren't, huh? Well, there's no point in being depressed today because everything's gone wrong today. So when things go wrong, I'm usually happy. Yeah. So I just walk back. It's really a smile that conceals an inner torment. Yeah. The Cure haben natürlich ihre speziellen Fans. Meistens sind sie schwarz angezogen und gucken etwas finster rein. Wir werden sehen, wie The Cure ankommen bei diesem Publikum hier bei Rock am Ring. Und der Titel heißt A Forest. We'll be right back.